Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und im Namen der Hypos Finanzplanung und unserer Partner darf ich Sie sehr herzlich zu unserer heutigen Online-Konferenz begrüßen. Wir reden heute mal nicht über Aktien, über Bewertungen, Kurs-Gewinn-Verhältnisse oder auch geopolitische Krisen, die die Börsen- und Kapitalmärkte beeinflussen können, sondern wir möchten uns heute mal mit einem Thema beschäftigen, das den meisten nicht wirklich lieb ist. Von spannend kann man auch wirklich nicht die Rede hier natürlich haben, aber sie gehören natürlich im Leben mit dazu und das sind die Steuern. Steuerliche Aspekte der Kapitalanlage, das soll in den nächsten Minuten unser Thema sein. Ich werde hier begleitet vom Rainer Grimm und gemeinsam möchten wir Ihnen diese Thematik etwas näher bringen. Der wichtige Hinweis an dieser Stelle, es kann natürlich keine steuerliche Beratung sein, wir können Ihnen nur allgemeine Hinweise geben. Letztendlich können es Denkanstöße sein, die Sie mit Ihrem Steuerberater besprechen können, beziehungsweise auch natürlich Denkanstöße, die Sie mal nachlesen können, um zu wissen, was Sie bei zukünftigen Entscheidungen zu berücksichtigen haben. Und dementsprechend handelt es sich natürlich um Hinweise allgemeiner Natur, ohne Zuverlässigkeit auf deren Korrektheit. Von der Agenda sieht so aus, dass wir uns zunächst mal die aktuellen und allgemeinen Grundlagen zur Abgeltungssteuer zu Gemüte führen. Hier hat sich ja doch einiges geändert mit der Einführung zum 01.01.2009 und auch nach einigen Jahren kann man, glaube ich, getrost sagen, dass das Thema Abgeltungssteuer und auch die ein oder andere Besonderheit noch nicht wirklich beim deutschen Anleger angekommen sind. Danach gucken wir uns die Ertragsarten an. Es gibt Zinsen, es gibt Dividenden, es gibt Kursgewinne. Wir haben die verschiedenen Töpfe, der Aktientopf, der allgemeine Topf, das wollen wir mal beleuchten. Und auch das Thema Verlustverrechnung soll nicht zu kurz kommen. Danach das Thema Depotübertragung. Was ist das eigentlich genau? Was ist der Gläubigerwechsel? Was müssen Sie hier ankreuzen bei einem Depotübertrag auf eine andere Bank? Was gibt es innerhalb der Familie zu berücksichtigen? Und dann natürlich auch die Investmentfonds, die wollen wir uns mal genauer anschauen, wie sie behandelt werden und worauf es auch bei der Auswahl zu achten gilt, bevor wir uns dann nochmal die Währung, die Edelmetalle und auch die kapitalbildenden Versicherungen mit ihren Besonderheiten anschauen und abschließend dann die ein oder andere Neuerung für das Jahr 2015. Die ersten drei Teile wird der Herr Grimm übernehmen. Ich wünsche Ihnen bei der theoretischen Einführung viel Spaß. Genießen Sie es. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Vielen Dank, Chris, für die Einladung und vor allem für Sie, dass Sie sich diesen steuerlichen Leckerbissen zu späterer Stunde nicht entgehen lassen möchten. Also, ich widme mich, wie Chris schon angedeutet hat, den Punkten 1 bis 3 und ja, gehen wir gleich mal rein in Medias Res. Allgemeine Grundlagen zur Abgeltungssteuer. Um was geht's hier heute Abend? Wir widmen uns heute den Kapitalerträgen im Privatvermögen, in Abgrenzung natürlich zu den eventuell auch aufkommenden Kapitalerträgen im Betriebsvermögen. Was ist dazu wichtig zu wissen? Kapitalerträge im Privatvermögen. Hier hat der Steuerabzug grundsätzlich abgeltende Wirkung. Ja, es sei denn, bestimmte Sachverhalte liegen vor, zum Beispiel, dass Ihr persönlicher Steuersatz gegebenenfalls geringer ist als 25%, dann gehen Sie natürlich hier aufgrund des Sachverhaltes nachfolgend in die Steuerveranlagung beantragen eine Rückvergütung der zu viel gezahlten Steuer, respektive auch wenn Sie über andere Vermögenswerte, zum Beispiel im Ausland verfügen oder über privat erzielte Zinserträge über Darlehen. Auch dann sollten Sie als steuerehrlicher Bürger hier in die Veranlagung gehen, denn dann entfaltet dieser Steuerabzug noch keine volle Wirkung. So, Eckpunkte. Was ist einfach wichtig zu wissen? Also, wie Sie ja wissen, 2009 war das Jahr der Einführung der Abgeltungssteuer. Seitdem gibt es sozusagen steuerlicherseits 25% auf alles. Ja, jetzt könnte ich sagen, außer auf Tiernahrung. Nein, auf alle Erträge aus Kapitalvermögen, also hier Zinsen, Dividenden, als auch auf haltedauerunabhängige Veräußerungsgewinne, die von Ihnen sozusagen dann steuerlich zu entrichten sind. Dazu gesellt sich noch ein charmanter Solidaritätszuschlag von 5,5% und gegebenenfalls noch Kirchensteuer. Je nachdem, ob Sie natürlich in der Kirche sind oder nicht.
Das Ganze immer kommt erst dann zum Tragen, wie gesagt, diese 25% Abgeltungssteuer und gegebenenfalls Soli- und Kirchensteuer, wenn ein eventuell von Ihnen erteilter Freistellungsauftrag ausgeschöpft ist. Freistellungsauftrag, anderes Wort auch für den Sparerpauschbetrag, ist sozusagen identisch. Das eine wirkt der Sparerpauschbetrag in der Einkommensteuerveranlagung, das andere der Freistellungsauftrag gegenüber Kreditinstituten. Heißt in Zahlen 801 Euro Freibetrag haben Sie als Ledige und als verheiratetes Ehepaar, ja, oder Lebensgemeinschaft, eventuell ja auch Lebenspartnergemeinschaft, 1602, nämlich das Doppelte. So, heißt, wie eben schon angedeutet, für Sie mit Entrichtung der Abgeltungssteuer haben Sie sozusagen keine Verpflichtung mehr, in die Veranlagung zu gehen. Ausgenommen, es kommt zu den voran schon zitierten Fällen. Ja, hier habe ich jetzt exemplarisch nochmal den mit dem Auslandsdepot aufgeführt. Was ist noch zu wissen über die Abgeltungssteuer? Erzielte Verluste sind beispielsweise in das nächste Jahr automatisch zu übertragen. Ja? Also werden automatisch übertragen, besser gesagt, sofern Sie nicht bis zum 15.12. eines jeden Jahres eine Verlustbescheinigung ausdrücklich bei Ihrem Kreditinstitut beantragt haben und sofern Sie über mehrere Bankverbindungen verfügen. Ja, dann können Sie einen Verlustausgleich zwischen diesen Banken nur im Rahmen der steuerlichen Veranlagung bewirken. Ja, was Charmantes für den Gesetzgeber ist, dass individuelle Werbungskosten, die Sie früher noch separat geltend machen konnten, nämlich beispielsweise für die Beratung, für die Finanzierung oder in Form von Depotgebühren oder diesen angenehmen Fahrten zu den Hauptversammlungen, ja, mit den freien Würstchen, die werden mittlerweile mit Einführung des Abgeltungssteuergesetzes, sorry, nicht mehr berücksichtigt. Das heißt, die sind im Rahmen der Werbungskosten abgegolten. Eine Unterjährige, sollten Sie zum Beispiel einen Freistellungsauftrag unterjährig einreichen, ja, erzielt er trotz alledem eine Wirkung oder entfacht er eine Wirkung zum 1.1. des laufenden Jahres. Das heißt, sollten bis dato, also Sie reichen zum Beispiel, warum auch immer, den Freistellungsauftrag erst zum 15.7. ein und Ihnen wurden schon Steuern, also Abgeltungssteuern berechnet, dann folgt eine Zurückvergütung. Ja, das geschieht im Gegensatz zum Beispiel zu einer unterjährigen Einreichung eines einer Nichtveranlagungsbescheinigung. Hier erfolgt die Verrechnung dann erst auf Bankebene zum Jahresende. Das sind einfach mal paar schöne Punkte, die man wissen sollte rund um die Abgeltungssteuer herum. Was haben wir jetzt? Ja, jetzt gucken wir uns einfach mal die unterschiedlichen Besteuerungsregelungen an. Wie gesagt, hier ist das maßgebliche Jahr. Jahr 2009 heißt wiederum, sollten Sie Fondsanteile, Aktien, Renten vor Beginn dieses Zeitfensters erworben haben, so sind die daraus erzielten Veräußerungsgewinne, ja, in ferner Zukunft, ja, steuerfrei. Ja, also hier kommt dann der Bestandsschutzcharakter zum Tragen, bedingt aber auch, dass realisierte Verluste aus diesen Geschäften steuerlich für Sie auf unbestimmte Zeit immer irrelevant bleiben. Bei Finanzinnovationen verhält sich die Sachlage so, egal ob Sie die vor oder mit Einführung, also nach Einführung der Abgeltungssteuer erworben haben, die Veräußerungsgewinne sind prinzipiell grundsätzlich steuerpflichtig. Ja? Der charmante Vorteil liegt einzig und allein darin, dass vor Einführung der Abgeltungssteuer diese erzielten Erträge mit dem persönlichen Steuersatz besteuert wurden und jetzt seit 2009 in Anführungsstrichen lediglich mit dem
oftmals geringeren Abgeltungssteuersatz von 25%. Zertifikate grundsätzlich auch steuerpflichtig, bis auf eine Ausnahme. Sollten Sie noch im Genuss sein eines Vollrisikozertifikates, das Sie vor dem 15.03.2007 erworben haben, so sind daraus erzielte Veräußerungsgewinne auch auf absehbare Zeit noch steuerfrei. Dividenden und Zinsen, ja, also Ausschüttungen ordentlicher Natur sozusagen, sind steuerpflichtig voll. Egal, ob Sie das Papier vor oder nach Einführung der Abgeltungssteuer erworben haben, ordentliche Erträge immer voll steuerpflichtig. Die außerordentlichen Erträge, das waren die Veräußerungsgewinne, ja, da kommt's einfach drauf an. So, was haben wir jetzt? Ja, Vorschriften. Vorschriften, die man durchaus kennen sollte. Zum einen, sollten Sie noch im Genuss von Altverlusten sein, dann können Sie diese nur noch jetzt seit 2014 mit Gewinnen aus privaten Veräußerungsgeschäften verrechnen. Also das ist hier der angeführte Paragraph 23 EStG, Einkommensteuergesetz. Das sind also Geschäfte, die Sie vielleicht aus dem Verkauf von physischem Edelmetall, da geht der Chris später nochmal drauf ein, oder aus Fremdwährungsvaluta erzielen oder aber aus dem Verkauf einer vermieteten Immobilie innerhalb der Spekulationsfrist jeweils. Bei den zwei erstgenannten haben wir eine Spekulationsfrist von 12 Monaten und bei der vermieteten Immobilie von 10 Jahren. Wichtig auch, Verluste aus diesen aus Kapitalvermögen können nicht wie früher mit anderen Einkunftsarten verrechnet werden, also keine vertikale Einkunftsverrechnung mehr seit 2009. Verluste können sehr wohl auf Folgejahre vorgetragen werden, das hatten wir vorhin schon gerade eben angeschnitten, und die besagte bankübergreifende Verlustverrechnung nur im Rahmen der Veranlagung. So, das Datum hatte ich Ihnen auch schon genannt. 15.12. ist der Stichtag, bis zu dem diese besagte Verlustbescheinigung beim jeweiligen Kreditinstitut zu beantragen ist. Und für unsere Freunde oder Aktienfreunde wichtig zu wissen, Verluste aus Aktiengeschäften können oder dürfen nur mit Gewinnen aus Aktiengeschäften verrechnet werden. Und damit meine ich wirklich explizit reine Aktiengeschäfte. Ja? Aktienfonds. Geschäfte fallen in den anderen, in den allgemeinen oder sonstigen Verlustverrechnungstopf. Anderes Thema, andere Baustelle. Gewinne aus Aktiengeschäften dürfen aber sehr wohl mit Verlusten aus anderen Kapitalanlagen, also eventuell aus dem Verlust aus veräußerten Investmentfonds, von Optionsscheinen, von Zertifikaten verrechnet werden. Was natürlich auch den ein oder anderen strategischen Ansatz für uns bieten kann. Aber da stehen wir natürlich gern Rede und Antwort. Scheuen Sie sich nicht, kontaktieren Sie uns. Ja, wir nehmen dazu gern jederzeit Stellung. Was haben wir jetzt? Ja, Punkt 2, Ertragsarten, Töpfe und Verlustverrechnung. Ja, hier einfach mal eine Übersicht über die entsprechend vorhandenen Töpfe. Was gibt's für Töpfe, für eine Art von Töpfen? Einmal die Steuertöpfe auf Aktien und auf sonstige Geschäfte, Steuertopfaktien. Das heißt also, hier fließen die vereinnahmten oder in Rechnung gestellten Steuern auf reine Aktiengeschäfte ein. Ja, und der Name verrät es schon, der Steuertopf Sonstiges bedingt natürlich, dass hier die vereinnahmten Steuern auf alle anderen Kapitalanlage ihren Niederschlag finden. Also Dividenden, Zinsen, Kursgewinne aus Fonds, aus Anleihen, aus Optionsscheinen, Zertifikaten, ja, whatever. Gibt es einen Steuertopf, haben wir natürlich auch einen Verlusttopf. Hier werden die entsprechenden Verlusten aus den genannten Geschäften dann gesammelt, ja, Verlusttopf Aktien als auch respektive der Verlusttopf Sonstige.
Die Geschäfte haben wir ja eben schon angesprochen. Und zu guter Letzt haben wir noch einen Quellensteuertopf. Da fließt also die anrechenbare ausländische Quellensteuer ein, die sich aus dem jeweiligen Doppelbesteuerungsabkommen ergibt. So, hier jetzt mal ein Blick beispielhaft auf die entsprechenden Verrechnungen. Hier haben wir die Generierung eines Ertrages. Also stellen wir uns mal vor, aus dem Geschäft, welcher Natur auch immer, haben wir einen Ertrag erzielt. Dann wird geschaut, bevor die Abgeltungssteuer zum Tragen kommt, gibt es eventuell einen Verlusttopf. Ist in dem Verlusttopf was drin? Wenn ja, dann erfolgt eine Verrechnung. Sollte sich aus der Verrechnung noch ein verbleibender positiver Ertrag ergeben, wird im zweiten Schritt geschaut, gibt es einen Freistellungsauftrag? Wenn ja, erfolgt auch hier wiederum die Verrechnung. Resultat, Sie ahnen es, bleibt ein positiver Ertrag über, wird als drittes sozusagen ein Quellensteuertopf herangezogen, geschaut, ob da was drin ist. Auch hier erfolgt dann wiederum die Verrechnung und dieser überbleibende Vertrag dient uns dann als Bemessungsgrundlage für die Abgeltungssteuer. Ja, diese wiederum, ja, fließt dann in den Steuertopf, also der Betrag wird dort vorgehalten. Sollte es nämlich jetzt in einem weiteren oder sich anschließenden Geschäft zu einem Verlusttopf, zu einem Verlust kommen, dann erfolgt nämlich gerade in der umgekehrten Reihenfolge die Verrechnung. Ja, wir haben einen Verlust erlitten, also wird geschaut, gab's oder gibt's einen Steuertopf, ja, der gefüllt ist, dann wird im ersten Schritt hiermit verrechnet, es erfolgt eine Steuergutschrift. Bleibt da noch was über oder ist der Verlust sozusagen größer gewesen als der Inhalt des Steuertopfes, wird im nächsten Schritt der Quellensteuertopf aufgefüllt, dann der Freistellungsauftrag und ein eventuell verbleibender Verlust findet dann wiederum seinen Niederschlag in dem Verlusttopf. Das mal, denke ich mal, kurz zu der Verrechnung oder zu den Verrechnungswegen hier in Zusammenspiel mit den in Frage kommenden Töpfen bzw. Freistellungsaufträgen. So, Punkt 3, Depotüberträge. Ja, Depotüberträge, denke ich mal, auch kein Hexenwerk. Da stellt sich einfach die Frage, ist der Depotübertrag mit einem Gläubigerwechsel oder ohne verbunden? Bei der Konstellation ohne Gläubigerwechsel, ja, ist das ein steuerneutraler Vorgang. Die Depotwerte werden also vom Depotinhaber von der Bank A zur Bank B umgesiedelt, ja, und die Empfängerbank übernimmt einfach die übermittelten steuerlich relevanten Daten von der übertragenden Bank. Ja, also, einzige Thema, wo ein Stückchen weit eine Problematik aufkommen kann, ist einfach der Depotübertrag mit Gläubigerwechsel. Hier ist zu wissen, wenn es sich um einen entgeltlichen Vorgang handelt, dann wird hier von dem abgebenden Kreditinstitut prinzipiell ein Verkauf unterstellt. Das heißt also, die Papiere werden zum niedrigsten Börsenkurs des Vortages veräußert und dieser Kurs wird dann dem aufnehmenden Kreditinstitut mitgeteilt und von diesem eingepflegt. Handelt es sich um einen Vorgang unentgeltlicher Natur, also das liegt immer vor, wenn es sich um eine Erbschaft oder Schenkung handelt, dann erfolgt wird keine Veräußerung unterstellt, bedingt natürlich auch, dass der Vorgang sich steuerneutral verhält. Die Steuerdaten, ja, die relevanten, werden dann von dem aufnehmenden Kreditinstitut übernommen. Ja, es fällt natürlich gegebenenfalls durch die Meldung, die immer vorgenommen werden muss, von dem übertragenden Kreditinstitut an das Wohnsitzfinanzamt eventuell Schenkungssteuerpflicht an. Ja. Aber das sind natürlich auch Sachen, wir hatten es anfänglich schon gesagt, die dann schwerpunktmäßig natürlich dann auch dem Steuerberater obliegen, weil wir uns dann hier auf der steuerberatenden oder rechtsberatenden Ebene befinden. Ja,
Hier auch mal ein Formular zum Depotübertrag. Hier sehen Sie es, die verschiedenen Konstellationen. Einmal ohne Gläubigerwechsel, dann hier dann von Einzeldepots auf Gemeinschaftsdepots eines Ehepartners. Das ist auch ein steuerlich irrelevanter Vorgang. Also der wird immer steuerneutral abgehandelt. Aber eine Meldung auch hier erfolgt dann an das Finanzamt, an die Finanzbehörde. Thema natürlich Schenkungssteuer. Freibeträge sind ja, denke ich mal, hinlänglich bekannt zwischen Eheleuten 500.000. Und ansonsten die zwei anderen Varianten noch hier auf dem Formular. Einmal der unentgeltliche in Form einer Schenkung und der entgeltliche dann hier in der vierten Rubrik. Mit den eben gerade schon zitierten Besonderheiten. Ja, jetzt kommen wir zu Punkt 4. Da gebe ich gerade wieder rüber an den Chris. Bedanke mich für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen jetzt schon mal von meiner Seite einen schönen Abend. Ja, lassen Sie es gut gehen und hoffentlich bis bald mal wieder. Ja, Rainer, vielen Dank für die bisherigen Ausführungen. Schauen wir uns jetzt mal die Investmentfonds an. Sie wissen, Investmentfonds sind ein Sondervermögen. Das heißt, die sind getrennt vom Vermögen der Fondsgesellschaft. Und dann natürlich auch die depotführende Stelle, die sogenannte Depotbank, hier kein Eigentum an diesen Wertpapieren hat, sondern diese lediglich verwaltet. Wäre es im Extremfall so, dass eine Insolvenz der depotführenden Stelle und eine Insolvenz der Fondsgesellschaft nicht dazu führen sollten, dass hier Vermögenswerte verloren gehen. Schauen wir uns mal kurz die Struktur an. Sie sehen hier in der Mitte den Fonds als Vehikel. Wir haben natürlich auch dementsprechend erstmal die Seite, die Eingangsseite, wo kommt denn Geld rein? Nun ja, unser Fonds könnte zum Beispiel Aktien halten. Wenn er Aktien hält, dann hat er natürlich Anspruch auf die Dividende, die hier gezahlt wird. Die fließt dem Fondsvermögen natürlich zu. Wenn der Investmentfonds Anleihen hält, dann bekommt er natürlich Zinsen. Naja, zumindest gab es früher mal Zinsen, in der heutigen Zeit ist ja nicht mehr viel zu verdienen, aber nichtsdestotrotz, das, was es gibt, fließt natürlich dem Fonds zu. Es können Erträge aus Termingeschäften entstehen, es können natürlich Kursgewinne oder auch Kursverluste realisiert werden, zum Beispiel aus Aktien, aus Anleihen und wir haben die sonstigen Erträge. Auf der anderen Seite kann sich der Fonds überlegen, was er mit diesen Erträgen tut. Das ist natürlich keine spontane Entscheidung, sondern typischerweise wird das natürlich auch im Vorhinein definiert. Also hier mal die verschiedenen Varianten gegeben. Entweder werden die Erträge ausgeschüttet. Typischerweise sind das die sogenannten ordentlichen Erträge. Das sind Zinsen und Dividenden. Teilweise werden aber auch Kursgewinne oder Erträge aus Termingeschäften mit ausgeschüttet. Da gibt es momentan viele verschiedene Konstruktionen. Die Alternative ist die Thesaurierung, das heißt die Erträge werden vollständig thesauriert, erhöhen dementsprechend den Anteilspreis des Fonds. Und die letzte Alternative ist natürlich die Veräußerung oder Rückgabe, die Sie als Anleger hier vornehmen können. Grundsätzlich bei der Ausschüttung, habe ich ja gesagt, typischerweise die ordentlichen Erträge, das sind eben Dividenden und Zinsen, die werden bei den ausschüttenden Tranchen Ihnen, also dem Anteilsinhaber, ausgezahlt und dementsprechend vermindert natürlich diese Auszahlung den Anteilspreis des Fonds. Also stellen wir uns mal idealtypisch vor, am 1.1. beträgt der Anteilspreis 100 Euro pro Anteil. Der Fonds generiert Zinsen in Höhe von 4% bis zum 31.12. Dann steht der Anteil des Fonds bei 104 Euro. Natürlich mal Kosten und anderes Sondereffekte außen vor gelassen. Wenn er diese 4 ausschüttet, dann ist der Anteil wieder bei 100 und das sind dann diese typischen Zickzackkurse, die Sie vielleicht auch aus den Charts kennen. Die Alternative ist die Thesaurierung, das heißt, es gibt keine Ausschüttung der Erträge, die Erträge bleiben einfach im Fonds enthalten und steigern dementsprechend den Anteilspreis des Fonds. Wichtig natürlich an dieser Stelle, die ausgeschütteten Erträge, die unterliegen natürlich auch der Abgeltungssteuer, weil der Investmentfonds, der stellt sie letztendlich so, als würden sie diese Zinsen und Dividenden selbst verdienen. Und sofern diese Erträge nicht ausgeschüttet werden, gelten sie aber auch als zugeflossen und sind dann dementsprechend auch im relevanten Jahr steuerlich relevant. Die Kursgewinne, die werden innerhalb des Fonds erstmal nicht mit Abgeltungssteuer belastet, wenn es zum Beispiel Aktien sind. Also der Fonds kauft eine Aktie zu 100, veräußert sie zu 120, dann hat der Fonds zwar einen Veräußerungserlös erzielt,
Dieser ist aber nicht direkt steuerlich relevant, sondern diese Vermögensmehrung ist erst zu besteuern, wenn Sie irgendwann mal den Investmentfondsanteil natürlich hier auch veräußern. Dementsprechend haben wir hier für die Fonds auch einen kleinen Steuerstundungseffekt, was die Kursgewinne betrifft, weil wir natürlich erst zahlen müssen, wenn wir den Fondsanteil versteuern. Das wird auch als sogenanntes Fondsprivileg bezeichnet. Wichtig bei ausländischen Investmentfonds gibt es einige Stolpersteine zu berücksichtigen und das haben wir Ihnen hier mal dargestellt. Das ist ein bisschen verwirrend. Nehmen Sie an dieser Stelle einfach nur mit. Man unterscheidet zwischen dem Auflageland des Investmentfonds und der Verwahrung. Investmentfonds zeichnen sich durch eine ISIN aus, also eine Identifikationsnummer für das jeweilige Wertpapier oder auch Wertpapierkennnummer genannt und typischerweise zeigen Ihnen die ersten Buchstaben, um welches Land es sich handelt. DE ist Deutschland, LU ist Luxemburg und in den meisten Fällen können Sie dann auch schon ganz klar erkennen, wo der Fonds herkommt, wo er domiziliert ist, aber es gibt entsprechend auch Ausnahmen. Wichtig für Sie an dieser Stelle, wo haben Sie erstmal keinen Stress, wenn Sie einen ausschüttenden oder einen deutschen thesaurierenden Fonds haben? Auch mit der Lagerstelle in Deutschland, da ist alles ganz entspannt. Wenn er in Luxemburg beheimatet ist, als Beispiel für einen ausländischen Fonds, er schüttet aus, auch alles wunderbar. Aber in den anderen Fällen kann es Probleme geben. Deswegen darauf achten, dass wenn Sie ausländische Fonds erwerben, Sie darauf achten, dass Sie die ausschüttende Tranche erwerben. Warum hat das Probleme oder warum ist das zu berücksichtigen? Nun ja, wir haben ja diese sogenannten ausschüttungsgleichen Erträge in der Steuererklärung anzugeben und in der Veräußerung des Fonds oder wenn Sie den Fonds veräußert haben, also in der darauffolgenden Erklärung, müssen wir die bereits gezahlten Steuern ja angeben, um eine Doppelbesteuerung zu verhindern. Schönes Beispiel, wir haben einen Fondsanteil gekauft für 100 Euro. Wir halten diesen Fonds für 10 Jahre und in jedem Kalenderjahr haben wir 10 Euro Erträge, die thesauriert werden. 10 Euro steuerlicher Ertrag sind bei 25% Abgeltungssteuer. Natürlich hier 2,50 Euro. Diese 2,50 Euro sind steuerlich relevant und auch wenn Ihnen nichts zufließt, ist diese Steuer natürlich zu entrichten. Das wird über die Veranlagung natürlich dargestellt. Und wenn wir diesen Fondsanteil dann irgendwann mal verkaufen, nachdem wir das jedes Jahr getan haben, in T10 haben wir dann die Thematik, dass wir den Fonds für 200 verkaufen. Das heißt, steuerlich gesehen haben wir für 100 gekauft und für 200 verkauft. Das Delta ist also 100. Diese 100 ist die steuerliche Bemessungsgrundlage. Darauf 25% Steuern sind also 75 Euro Differenz. 75 Euro Ertrag plus 100 Euro Ursprungsinvestition heißt, wir bekommen 175 Euro aufs Konto gezahlt. Nun ist es aber so, dass wir natürlich diesen Ertrag, diese 25, haben wir bereits in 10 Teilen von 2,50 Euro jedes Jahr versteuert. Also müssen wir nun im Rahmen der Veranlagung mitteilen und auch nachweisen, dass wir diese Erträge bereits versteuert haben, um hier natürlich eine Rückerstattung der Steuer zu erhalten. Und hier ist es so, Sie als steuerlich Interessierter müssen das selbst machen. Das ist ein relativ großer Aufwand. Von daher geht ganz klar, achten Sie bei ausländischen Fonds darauf, dass diese ausschüttend sind. Die Ausschüttung hat aber noch einen kleinen Nebenaspekt, den sehen Sie auch mal hier dargestellt. Hier handelt es sich um einen Rentenfonds, also einen Fonds, der überwiegend natürlich Zinserträge generiert hat. Und ich habe Ihnen das mal mitgebracht, weil mich eine Kundin das mal gefragt hat und die war, ich glaube, 10, 12 Jahre in diesem Fonds investiert und dann ruft sie mich an und sagt, Herr Leichtweiß, der Fonds, das ist ja nicht gut gelaufen, der hat ja nur irgendwie 17% Wertentwicklung generiert und sie ist in ihre Online-Bank gegangen bei der Direktbank und da stand eben drin, wir haben den Fonds zu X gekauft, also Kaufpreis inklusive Nebenkosten und der Gegenwert, der Rücknahmekurs ist heute X plus 17%. Und dann sagt sie, naja, für 10 Jahre ist das ja ziemlich wenig. Und dann habe ich mir den Fonds angeschaut und wir haben hier natürlich die Problematik, der Fonds hat seine Erträge jedes Jahr ausgeschüttet. Die Erträge gingen also auf das Verrechnungskonto der Kundin. Vom Verrechnungskonto sind sie in den Konsum geflossen oder in andere Vermögensanlageentscheidungen. Das konnte die Kundin gar nicht mehr nachbeziehen. Aber wenn man diese Ausschüttung natürlich mit einbezieht, dann hat der Fonds natürlich einen viel größeren Mehrwert gebracht, nämlich 48%. Und dementsprechend nochmal der Hinweis, ganz, ganz wichtig, bei ausschüttenden Fonds
Achten Sie darauf, wie die Wertentwicklungsdarstellung Ihrer Bank ist, weil in den meisten Fällen wird nur der Einstandspreis mit dem aktuellen Rücknahmekurs verglichen. Da die Ausschüttungen natürlich den Rücknahmekurs mindern, haben Sie besonders, wenn Sie mehrere Jahre investieren, ja häufig größere Abschläge, die es dementsprechend schwerer nachvollziehbar machen, welche Erträge eigentlich genau entstanden sind. Und da lässt man sich dann mal doch in die Irre führen und ich kann Sie beruhigen, die Erträge sind nicht weg, sie wurden wohl irgendwo aufs Konto gebucht und von daher haben Sie sie wohl auch verbraucht. Kommen wir zu den Währungen, Edelmetallen und den kapitalbildenden Versicherungen. Währungen, ganz wichtiges Thema. Die Zinsen, die Sie auf Fremdwährungskonten, also geht wirklich um Konten, auf Fremdwährungskonten erhalten, die sind natürlich abgeltungssteuerpflichtig, aber das ist ein ganz wichtiges Thema. Insofern diese Fremdwährungskonten verzinst sind, haben Sie eine Spekulationsfrist von 10 Jahren. Und wenn das Konto nicht verzinst ist, haben Sie eine Spekulationsfrist von einem Jahr. Ich gebe Ihnen ein praktisches Beispiel. Der Kunde hat in einigen Jahren in den australischen Dollar investiert. Der australische Dollar hat schön aufgewertet gegenüber dem Euro. Das war das Rohstoff, das China-Thema. Das Konto war verzinst. Der Kunde hat einen ordentlichen Gewinn erzielt. Aber dieser Gewinn wird von der Bank nicht bescheinigt. Die meisten Banken bescheinigen die Kursgewinne oder Kursverluste auf den Fremdwährungskonten nicht, sondern das ist ihre Pflicht als Steuerpflichtiger. So, wir haben Plus gemacht, wir haben Zinsen bekommen, also Spekulationsfrist 10 Jahre. Der Kunde hat innerhalb von 10 Jahren den Gewinn realisiert, also Steuerpflicht entstanden. Nach einiger Zeit hat der Kunde wieder in den Australdollar investiert, weil es hat ja so gut funktioniert. Mittlerweile hat er die Bank gewechselt und die Zinsen sind auch im Australdollar gefallen. Die Bank zahlt also keine Verzinsung mehr aufs Fremdwährungskonto. Er hat in den Australdollar investiert, rund 2 Jahre, Zinsen gab es keine mehr, Spekulationsfrist jetzt nur noch 1 Jahr, er hat einen Verlust eingefahren und dieser Verlust ist natürlich nach 12 Monaten steuerlich irrelevant, genau wie es auch ein Gewinn wäre. Und der Gesamtsituation muss man in dieser Situation leider konstatieren. Wirtschaftlich hat der Kunde keinen Gewinn gemacht, weil er hat das, was er vorher gewonnen hat, jetzt wieder mit der Währungsspekulation verloren. Steuerlich war der Gewinn allerdings relevant und der Verlust nicht. Und dementsprechend ganz wichtig, wenn Sie sich mit dem Thema Fremdwährungskonten beschäftigen, schauen Sie ganz genau an, was Sie wollen, welchen Anlagehorizont streben Sie an, wollen Sie Zinsen, wollen Sie keine Zinsen, was sind die Motive, weil da kann man sich Ärger einhandeln, weil natürlich dieses Thema Fremdwährungskonten im Rahmen der Finanz- und Eurokrise eine viel größere Bedeutung erlangt hat als früher und irgendwann wird es auch für die Finanzverwaltung hier mal wieder Sinn machen, mal gezielt bei Banken nachzufragen, wo denn wie welche Erträge erzielt worden sind. Und diese eben abzugleichen mit dem, was der Steuerpflichtige in seiner Steuererklärung hier angegeben hat. Die Alternative können natürlich Geldmarktfonds sein. Geldmarktfonds, die in einer fremden Währung notieren. Hier sind die Zinsen abgeltungssteuerlich relevant. Der Veräußerungserlös ist auch abgeltungssteuerlich relevant. Und auch unabhängig von irgendwelchen Fristen. Die Verluste sind auch natürlich zeitlich unbegrenzt relevant. Wir reden hier über den allgemeinen Topf. Also von daher, gleiches Risiko kann zu unterschiedlichen Nachsteuerergebnissen führen und das sollten Sie bitte beachten und wenn Sie Investitionen planen, die natürlich mit Ihrem Berater respektive Steuerberater auch mal durchdiskutieren. Auch für Edelmetalle haben wir eine Spekulationsfrist, wenn es physische Edelmetalle sind, also wenn Sie physische Edelmetalle erwerben in Form von Gold oder auch Silber, dann haben Sie eine Spekulationsfrist von 12 Monaten. Insofern Sie also einen Gewinn oder einen Verlust erzielen innerhalb dieser Spekulationsfrist, ist der steuerlich relevant und natürlich mit dem persönlichen Steuersatz, der natürlich in vielen Fällen über dem Abgeltungssteuersatz liegen wird, haben Sie die Spekulationsfrist eingehalten, sind sowohl Gewinne als auch Verluste steuerlich irrelevant. Edelmetalle generieren natürlich keine laufenden Erträge, also gibt es auch keinen Zinsertrag oder Dividende, die da laufend steuerlich relevant sind. Und von daher gehen ganz klar, denken Sie an die Jahresfrist. Der Fachbegriff ist der Paragraph 23 im Einkommensteuergesetz, also das sogenannte private Veräußerungsgeschäft. Und dementsprechend gilt auch hier, wie für die Währungen, überlegen Sie sich vorher, was Sie mit der Anlage möchten. Möchten Sie einfach nur am Preis partizipieren, dann kann ein Wertpapier sinnvoller sein, weil Sie auch geringere Transaktionskosten haben und Sie haben keine Frist, die Sie berücksichtigen müssen. Wenn Sie das als strategische Anlage sehen, die Sie auf Jahre halten möchten, kann natürlich der physische Besitz sinnvoller sein, weil Sie dann natürlich auch die Spekulationsfrist hier entsprechend haben.
Diese steuerliche Ungleichbehandlung eines ja zugrunde liegenden ähnlichen wirtschaftlichen Sachverhaltes, der bietet natürlich Potenzial für Gestaltungsmöglichkeiten. Wir sagen dazu gerne Sparbuch aus Gold. Und ja, möchte das jetzt nicht zu sehr vertiefen, aber wenn Sie eben gut zugehört haben, dann haben Sie vielleicht die eine oder andere Idee bekommen, wie man den physischen Besitz in Edelmetallen mit einem Wertpapiergeschäft so kombinieren kann, dass man dieses physische Sparbuch natürlich abzüglich Kosten erschaffen kann. Abschließend kommen wir nochmal kurz auf die Versicherung. Was ist hier relevant? Sie wissen, die Auszahlung, die Einmalzahlung aus kapitalbildenden Lebens- und Rentenversicherungen waren bei einem Abschluss bis zum 31.12.2004 steuerfrei. Dann kam das Alterseinkünftegesetz. Seitdem sind die Auszahlungen steuerlich relevant. Je nachdem, wann der Vertrag abgeschlossen ist, ist eine Haltedauer von 12 Jahren und eine Auszahlung ab dem 60. oder bei späterem Abschluss ab dem 62. Jahr relevant. Und wenn Sie das dann einhalten, dann ist nur die Hälfte des Unterschiedsbetrages zwischen Ein- und Auszahlung steuerlich relevant. Und wenn Sie es nicht einhalten, reden wir über die Abgeltungssteuer. Vom Steuersatz, das ist natürlich keine große Differenz, weil je nachdem, wo Sie mit dem privaten Steuersatz liegen, ist natürlich Ihr voller Steuersatz auf die Hälfte, vielleicht 22%, Abgeltungssteuer sind 25%, also die Steuersatzdifferenz nicht ganz so groß. Das kann aber durchaus bei der Berücksichtigung von Verlusten oder auch Erträgen eine Rolle spielen, ob wir in die hälftige Besteuerung des Unterschiedsbetrages gehen oder ob wir über Abgeltungssteuer reden. Also von daher auch das ein Thema, das man mal in Ruhe durchdenken muss. Ansonsten für die anderen Versicherungsverträge Schicht 2, die sogenannte Riester-Rente, klar, hier die Sonderausgaben bis zu 2.100 Euro, die sich steuerlich auswirken können. Im Gegenzug muss natürlich auch die Rente komplett versteuert werden. Für die Basis respektive Rürup-Rente haben wir ja einen wachsenden Anteil der Beiträge, die steuerlich geltend gemacht werden können. Auf der anderen Seite muss auch, je nachdem wann Sie die Rente beziehen, ein gewisser wachsender Anteil versteuert werden. Ab dem Jahr 2040 sind das ja 100%, die hier steuerlich relevant sind. Die Neuerung 2015, auch das sei noch kurz gesagt, wir haben ja das Thema automatischer Kirchensteuerabzug durch die Quelle, also das Kreditinstitut, die Versicherungsgesellschaft oder auch die Kapitalanlagegesellschaft. Ausnahme natürlich, wenn ein Widerspruch zum Regelabfrageverfahren vorliegt, dann müssen Sie aber in die Pflichtveranlagung gehen. Hab schon mal gehört, dass das zu massiven Austritten aus der Kirche führt. Nun ja, das möchte ich nicht kommentieren, und dann ab dem 01.01.2016 müssen für die Freistellungsaufträge die Steuer-ID-Nummern vorliegen. Aber auch hier aus meiner täglichen Praxis haben die meisten Banken das bereits angefragt und wir weisen sowieso immer darauf hin, dass man es bei der Kontoeröffnung mitteilen sollte, respektive bei bestehenden Konten wurde es nachgetragen, um das Ganze auch zu vereinfachen. In Summe kann man, glaube ich, sagen, dass das Thema Abgeltungssteuer nicht wirklich viel vereinfacht hat. Die Gesetzgebung hatte zwar das Ziel, zumindest wurde es postuliert, das Thema Kapitaleinkünfte und Steuern zu vereinfachen, aber Sie haben gesehen, in vielen Fällen müssen Sie trotzdem in die steuerliche Veranlagung. Sie haben Sonderfälle, die mit reinspielen, und diese Themen sind dann noch erforderlich oder zwingen uns dazu, uns mit dem Thema Steuern zu beschäftigen, aber gleichzeitig bieten auch die unterschiedlichen Behandlungen ganz interessante Ansätze in der Strukturierung von Vermögenswerten. Und das heißt ganz klar, nachdem man sich dafür entschieden hat, in welche Vermögensklasse man investieren möchte, gilt es auch zu entscheiden, wie Sie das steuerlich umsetzen, weil die Aktie, die Sie im Depot kaufen, die geht in den Aktientopf rein, die Aktie, die Sie über einen Investmentfonds kaufen, die sind im allgemeinen Topf, die Aktien, die Sie über Aktienfonds in der Versicherung kaufen, die sind wieder im Rahmen der Altersvorsorge und der Schichtenbesteuerung relevant, und da gibt es ganz interessante Themen, die man abstimmen kann. Und deswegen nehmen Sie das Thema mal als Anlass, sich damit zu beschäftigen. Es ist immer gut, sich mit seiner Finanz- und Vermögensstrukturierung zu beschäftigen. Zuerst die eigenen Ziele definieren, dann die wirtschaftlichen Sachverhalte abstimmen, dann die steuerlichen Aspekte beleuchten. Und wenn Sie das dann noch regelmäßig auf einem aktuellen Stand haben, halten, dann haben Sie, glaube ich, das getan, was man in der heutigen Zeit braucht, um seine Vermögensstruktur auf einem zeitgemäßen Stand zu halten. Zum Abschluss, Sie sehen die rechtlichen Hinweise. Ich hoffe, der ein oder andere Denkanstoß war dabei. Ich darf Ihnen jetzt einen guten Nachhauseweg bzw. einen schönen Donnerstagabend wünschen. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.